Sei still. Das Wort ist unterwegs zu dir. Sei still. Sei still. Die Hand hat sich auf dich gelegt. Sei still. Die Last wird abgenommen. Die Ordensfrau Huberta Rohrmoser ist Meditationslehrerin und Supervisorin. Und sie begleitet Menschen, die im oberösterreichischen Kloster Bad Mühlacken eine Woche fasten wollen. Ganzheitlich fasten, mit allen Sinnen. Wieder mit der inneren Quelle in Berührung kommen, neue Kraft schöpfen, das möchte die Marienschwester den Teilnehmern des Seminars vermitteln. Sie folgt dabei dem Credo von Pfarrer Kneipp: Was dem Körper gut tut, hilft auch der Seele. Ich liebe Geschichten, weil sie nicht so sehr über den Kopf gehen, als gleich über das Herz. Zu einem großen Meditationsmeister kam einmal ein Mann aus weiter Ferne angereist, um sich ein paar Ratschläge zu holen, höchster Weisheit. Der Meister nimmt einen Zettel und schreibt drauf: Achtsamkeit. Achtsamkeit ist tatsächlich das Tor zur Wahrnehmung der Wirklichkeit, eben der Wirklichkeit nach außen und der Wirklichkeit nach innen. Wenn wir nach innen gehen, dann versuchen wir, uns selbst wahrzunehmen, uns selbst zu begegnen, eben anzukommen bei uns selber und versuchen mal einfach ganz in der Stille da zu sein. Fasten ist für mich dem Leben Raum geben. Es geht also darum, dass ich mich nicht, wie man früher sagte, abtöte, sondern ganz im Gegenteil. Wir sind eine Gesellschaft, in der uns Bedürfnisse tyrannisieren. Alles muss sofort erfüllt werden, jeder Wunsch, das verdeckt unsere tiefste Sehnsucht. Unsere tiefste Sehnsucht ist was anderes. Die ist nicht unbedingt als Gefühl spürbar, sondern eher eine Kraft. Eine Kraft, die mich zum Wesentlichen führt. Eine Kraft, die mir zeigt, wirklich Sehnsucht habe ich nach Leben, nach der Fülle des Lebens. Man könnte auch sagen, Fasten macht frei. Fasten will mich befreien von Abhängigkeiten. Und das Kneipen unterstützt das Fasten in großartiger Weise, weil es ganz stark von der Wahrnehmung lebt. Wir fangen mal einfach mit den Händen an. Vielleicht lassen wir sie zuerst einfach mal tragen. Auch im Wasser können wir die Sinne ganz bewusst aktivieren und bewusst wahrnehmen in Achtsamkeit. Dann gehen wir wieder nach unserem eigenen Ritual, versuchen mit allen Sinnen da zu sein, zu spüren, zu schauen, die Kräuter in unserer Suppe zu schauen und vor allem dann zu riechen. Kann man auch die Augen zumachen.
wenn man in die Stille geht, dann wird es zuerst einmal laut, nämlich in einem drinnen. Im Alltag merkt man das gar nicht, was da läuft an Gedanken und Gefühlen. Aber wenn man still wird, dann wird es zuerst einmal laut. Und ich bin mir selbst ausgeliefert, so wie ich mir sonst nie ausgeliefert bin. Und das ist das Schwere an der Stille, aber das Kostbare auch. Denn wenn ich da durchgehe, dann erst komme ich wirklich in meine Tiefe und dann kann ich auch vieles verarbeiten. Und vieles in meinem Leben kann sich klären. Sei still. Du siehst den Grund. Sei still. Du wirst von Kraft erfüllt. Es strömt seit Anfang an. Gott ist aus sich herausgegangen. Es strömt in einem fort. Seitdem ist Leben Gnade, Liebe. Diese Verbindung zwischen Körper, Geist und Seele zeigt sich bei mir besonders dadurch, indem ich faste, mich körperlich entschlacke, freimache von belastenden Stoffen. Und in der geistigen Ebene ist es ebenso, dass ich Zeit habe, darüber nachzudenken, was in meinem Leben belastet mich, was ist mir anstrengend, was verunreinigt mich, was verunreinigt meine Seele. Und aus der Erfahrung vom vorigen Jahr kann ich sagen, dass ich wirklich nach Hause gefahren bin und dann einfach manches im Leben geändert habe. Es hilft, jedenfalls mir hilft es, dass man innere Ruhe findet, dass man wieder eine Ausgeglichenheit bekommt und die innere Mitte zum Tragen kommt. Also das heißt einfach, man wird ruhiger, die Hektik, die einen sonst umgibt, die fällt ab. Durchs Älterwerden werden auch andere Fragen, die man sich stellt. Und dadurch wird das Leben von einem anderen Blickwinkel gesehen. Es zählt nicht mehr so sehr die Action, sondern es zählen die Werte. Und für mich zählen die Werte, ich beziehe aus meinem Glauben sehr viel Kraft. Aschermittwoch ist ein Paukenschlag nach innen. Und ich bereite die Gruppe genau darauf vor, dass sie versucht, von diesem Außen nach innen zu gehen. Wenn wir am Aschermittwoch die Asche aufgelegt bekommen, dann sehe ich das als Erinnerung daran, dass mein Leben endlich ist. Und das macht mir gleichzeitig bewusst, dass mein Leben unendlich kostbar ist.